Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen How-To-Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr in Arma 2 DayZ den Hubschrauber fliegen könnt mit das beliebteste Transportmittel. Ich habe mir in etwa anderthalb Stunden Arbeit zusammen mit den Jungs, mit denen ich immer zusammenspiele, diesen Hubschrauber von Star is the Island geschnappt, haben ihn wieder zusammengebastelt und ich habe ihn jetzt erstmal hier hochgeflogen. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Jungs, die mir geholfen haben. Das ist immer super, wenn man mehrere Leute hat, die daran arbeiten, umso schneller geht es. Genau, ich werde euch in diesem Video die grundlegende Technik von dem Hubschrauber zeigen, wie man ihn denn fliegen kann, damit ihr euch auf eurem Server, wo auch immer ihr spielt, ihn euch auch schnappen könnt und damit die Welt unsicher machen könnt. Zunächst mal, wo geht es los? Und zwar steht dieser Hubschrauber auf Star is the Island. Das ist unterhalb von Elektro, etwas rechts davon, müsst ihr mal auf der Map gucken. Da steht er bei einem kleinen Bauernhaus und ist ziemlich im Eimer. Ihr braucht nämlich folgende Sachen, um diesen Hubschrauber wieder fit zu machen. Darunter zählt zum Beispiel zweimal Scrap Metal. Das ist also dieses Metall oder Schrott, der überall mal rumliegt. Davon braucht ihr eben zwei Stück. Dann braucht ihr 8 Windschutzscheiben. Der Hubschrauber ja zwar ein paar mehr, sind aber tatsächlich 8. Und dann benötigt ihr ein Main Rotor Assembly, also das Rotor Gestänge, was ihr oben auf dem Hubschrauber seht. Und das, was da drunter ist, die Engine Parts, werden auch noch benötigt. Zusätzlich dazu braucht ihr eine Fülle an Jerrycans. Also um diesen Hubschrauber voll zu tanken, läuft man mit vielleicht 10 Jerrycans 10-20 Mal pro Mann, je nachdem wie viele Leute man dabei hat. Also es geht schon eine ganze Menge rein. Dafür fliegt man aber auch wirklich mal 3 Stunden mit dem Hubschrauber pausenlos, ohne dass dem die Puste ausgeht. Genau, wenn ihr diese Sachen euch geschnappt habt, dann könnt ihr den Hubschrauber reparieren. Ich zeige euch das hier gerade an diesem kleinen eingeblendeten Video. An diese Stelle müsst ihr gehen, um die Hubschrauberparts zu reparieren. Dann öffnet sich dieses Dropdown-Menü und ihr könnt die Teile austauschen. So, was ich euch jetzt in diesem Video auch zeigen möchte, ist, was man mit diesem Hubschrauber eigentlich alles machen kann. Zunächst mal, wenn ihr ihn findet, hat er natürlich auch ein Gear. Das ist aber nicht jetzt hier an der Fahrerkabine, an der Flugkabine, wie ihr vielleicht denkt, sondern das ist komischerweise hier hinten. Bei echten Hubschraubern mag das vielleicht auch so sein. Ich weiß es nicht genau, ich bin kein Pilot. Und hier könnt ihr dann Rearm machen. Da liegen dann auch hin und wieder ein paar nette Sachen drin. Was das ist, ist meistens was zu trinken, also kleinere Sachen. Das hier sind jetzt Sachen, die wir noch reingelegt haben. Hier sind dann noch mal das Scrap Metal und die Jerrycans, die benötigt werden. Genau, und da könnt ihr auch einiges verstauen. Da passen ein paar Sachen rein. Ich weiß jetzt leider gerade gar nicht die genaue Anzahl an Slots, die der Hubschrauber hat. Genau, so, solltet ihr jetzt dazu gekommen sein, den Heli komplett flott zu machen und alle Teile sind grün und er ist auch halbwegs vollgetankt. Wir machen das immer so, wir tanken ein kleines bisschen rein, heißt also so 8 bis 10 Jerrycans. Danach fliege ich den Hubschrauber an einen Pier, beispielsweise bei Elektro oder bei Kamishovo. Das ist ziemlich in der Nähe. Dort können wir landen und dann haben wir direkt einen Tank vor uns und wir können einfach nur die paar Meter hin und her laufen. Sonst müssten wir immer mit dem Boot, mit dem schnellen Boot, was man oben in der Guba-Bucht findet, immer von Insel zu Festland hin pilgern und einzeln die Jerrycans nachfüllen. Das würde natürlich noch länger dauern. Deswegen machen wir das so. So, nun aber zum eigentlichen Fliegen. Und zwar, bevor ihr jetzt einsteigt, solltet ihr, also das empfehle ich euch, so mache ich das, in den Controls, also unter Options, Controls, eure Maus invertieren. Also ich habe damit dann ein besseres Gefühl, das heißt, wenn ich jetzt die Maus nach oben bewege, guckt er bei mir nach unten und dasselbe eben in die andere Richtung. Das ist genau das, was ein Hubschrauber eigentlich normalerweise auch tut. Wenn ihr nämlich jetzt die Maus nach hinten zieht, dann soll sich die Nase heben und wenn ihr sie nach vorne macht oder nach vorne zieht, dann sollte er sich nach vorne neigen und dann auch Fahrt aufnehmen. Genau, ich steige jetzt ein. Es gibt verschiedene Sitze, es gibt einmal die Rücksitze und jeweils zwei Gunner-Positionen. Ihr seht das hier am Maschinengewehr. Jetzt am Livestream-Wochenende haben wir auch herausgefunden, dass das Nachladen von diesem Gewehr scheinbar noch nicht funktioniert. Wann das nun implementiert wird, bleibt abzuwarten. Aber ich steige jetzt hier als Pilot ein. Wenn ich Alt-Taste gedrückt halte, kann ich mich natürlich jederzeit umsehen. Das sollte ja auch allgemein bekannt sein. Ist auch immer ganz gut, kann man selber noch weiter nach Crash
Sides Ausschau halten. Um den Motor jetzt zu starten, drückt er einfach entweder im Dropdown-Menü, ach nee, das geht gerade gar nicht, dann drückt er einfach die Taste Q. Dann geht das gute Stück an. Braucht schon ein paar Sekunden, so etwa 15 Sekunden, bis er dann wirklich volle Geschwindigkeit erreicht hat, der Rotor. Die wichtigsten Tasten hier bei dem Hubschrauber sind zum einen die Taste Q. Damit macht er nicht nur den Hubschrauber an, sondern gibt ihm auch den Schub. Ja, damit könnt ihr steigen. Entgegengesetzt die Taste Y, damit könnt ihr den Hubschrauber wieder landen bzw. in den Sinkflug gehen. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Wir heben jetzt einfach mal ab. Ich drücke eigentlich nur die Taste Q. Wenn ihr an der Maus dreht oder am Mausrad dreht, dann habt ihr hier verschiedene Optionen. Eject ist abspringen, würde ich euch nicht empfehlen. Dann gibt es die Auto-Hover-Funktion, sehr wichtig. Wenn ihr die aktiviert, geht der Hubschrauber sofort in den Schwebeflug, so wie ihr das jetzt hier gerade seht. Und Engine Off, naja, sollte auch klar sein, geht der Motor aus, ihr würdet abstürzen, schlecht. So, um dem Hubschrauber jetzt eine Neigung zu geben, beziehungsweise um den Hubschrauber erstmal zu drehen, kann ich einfach die Maus nach links oder rechts bewegen. Hier im Schwebeflug geht das eigentlich ganz gut. Ihr seht aber, er macht das nicht gerade so auf der Stelle, sondern schwankt so ein bisschen dabei. Das liegt daran, dass gleichzeitig die Maus auch zum Neigen verwendet wird. Ich fliege ihn aber ein bisschen anders, und zwar folgendermaßen. Ich nehme das Auto-Hover raus, einfach einmal mit der Maustaste, mit dem Mausrad reinklicken und schon ist es aus. Ich drücke die Q-Taste und tue gleichzeitig die W-Taste antippen. So nehmt ihr Fahrt auf. Also ihr macht eine Vorwärtsbewegung in dem Fall. So, und ihr seht schon, der Hubschrauber geht automatisch wieder in eine gerade Position und steigt dabei weiter. Von der Geschwindigkeit, das habe ich auch eben erst erfahren, fliegt er so etwa 200 Sachen. Bisschen schneller, bisschen weniger, kann alles mal vorkommen. Genau. Um den Hubschrauber dann jetzt in eine Kurvenlage zu bringen, könnt ihr entweder an der Maus drehen. Er ist ein bisschen träge, deswegen geduldet euch ruhig bei dem Wendemanöver. Wenn er ziemlich schnell ist, dann neigt die Nase dazu, etwas nach unten zu ziehen. Das heißt, ihr müsst die Maus, wie wir das ja eingestellt haben, etwas auch nach unten korrigieren. Es ist ein bisschen Feingefühl gefragt, man muss das natürlich auch ein bisschen üben, aber das geht ansonsten wirklich gut. Und wie ich ihn jetzt steuere, das ist, wenn wir im gerade Flug sind, dann tippe ich einfach immer die Taste W ein bisschen an. Damit neigt man den Hubschrauber jeweils nach rechts und nach links. Und hier hat man statt dieser Y- oder XY-Achsendrehung nur die Drehung nach unten oder nach oben jeweils zu den Seiten. Genau, und so im Grunde fliege ich den Hubschrauber. Es ist alles eigentlich mehr antippen statt gedrückt halten. Mit der Taste W und mit der Taste S habt ihr die gleichen Effekte, wie wenn ihr die Maus nach vorne oder nach hinten bewegt. Ihr könnt ihn entweder hier nach vorne kippen oder nach hinten zum Abbremsen. Wenn der Hubschrauber abbremst, dann steigt er immer noch ein kleines bisschen. Im Gegensatz dazu, wenn ihr zu weit euch nach vorne neigt, verliert ihr ziemlich schnell an Höhe. Das ist gerade sehr wichtig, da müsst ihr wirklich drauf achten, denn der Hubschrauber neigt echt dazu, gern mal in eine Baumkrone reinzuknallen. Und die Kollisionsabfrage vom Hubschrauber ist nicht so optimal, was also heißt, dass er gerne auch mal 10 Meter über den Bäumen schon einen Crash verursacht. Wirklich gefahrlos landen in so einer Situation ist dann kaum mehr möglich. Mit ein bisschen Glück überlebt ihr es noch, allerdings ist es mir selber auch schon ein paar Mal passiert, dass der Hubschrauber abgestürzt ist, und dann war es das mit mir. So, wenn ihr also im kompletten im kompletten nach vorne Flug seid, nenne ich es mal, klingt ein bisschen doof, und ihr möchtet anhalten, könnt ihr entweder selber die Maus nach hinten ziehen oder die Taste S antippen. Dann haltet ihr an, könnt ihr ja selber sehen, und ihr seht es ja auch oben links einmal an der Anzeige, wo man den Gradwinkel angezeigt kriegt, da drüber links steht SPD. Das ist in diesem Fall nicht die politische Vereinigung, sondern Speed. Wir fliegen jetzt gerade 17, 18, 19 und so weiter und so fort. Da seht ihr dann, wann ihr schwebt und wann nicht. Es gibt natürlich, wie eben auch schon erwähnt, die andere Möglichkeit.
zwar die Autohuber-Funktion. Das heißt, wenn ihr in voller Fahrt seid, dann dreht ihr Mausrad, macht Autohuber on und dann einfach Autohuber aktivieren. Und dann hebt der Hubschrauber automatisch seine Vorwärtsbewegung auf und schwebt in der Luft. So, das ist im Grunde auch schon gewesen für die grundlegende Steuerung. Jetzt möchte ich euch nur noch kurz zeigen, wie man diesen Hubschrauber denn landet. Und zwar fliege ich auch immer hier auf eine ebene Fläche, mache Autohuber an. Dann gehe ich in den Sinkflug. Da müsst ihr aufpassen, das auch nur wieder antippen. Wenn ihr das zu lange gedrückt haltet, wird der Sinkflug viel zu schnell und ihr schlagt auf den Boden auf. Solltet ihr tatsächlich zu schnell sein, einfach die Taste Q wieder drücken. Da könnt ihr dem Sinkflug ein bisschen entgegenwirken. Zack. Und schon sind wir wieder auf dem Boden angekommen. Und genau, das ist die grundlegende Steuerung. Ich kann euch nur auf den Weg mitgeben, oder den Tipp mit auf den Weg geben, versucht ein Feingefühl für diesen Hubschrauber zu bekommen. Ja, also es ist wirklich nur hin und her tippen und dann funktioniert das auch von ganz alleine. Er mag sich am Anfang ein bisschen eigenartig anfühlen von der Flugphysik her, wenn man zum Beispiel andere Spiele wie Battlefield oder sowas kennt. Da ist Battlefield doch ein bisschen zugänglicher. Aber es ist trotzdem nicht unmöglich, macht auch eine Menge Spaß, den zu fliegen. Und natürlich kann man damit auch auf Spielerjagd gehen, wie wir das ja gerne tun in unserer kleinen, aber feinen Gruppe. Und ja, ich würde euch einfach sagen, habt Spaß mit dem Hubschrauber. Versucht am Anfang ziemlich hoch zu fliegen, weil da kann erstmal dann nicht so viel passieren. Und vor allen Dingen neigt den Hubschrauber nicht so weit, sonst dreht er sich auch gern mal auf den Rücken und den könnt ihr nicht mehr abfangen. Denn dann geht er nämlich sofort in eine Schubbewegung, ganz automatisch, da ein Hubschrauber ja Auftrieb hat. Und ja, ihr werdet quasi in den Boden reingebohrt. Das soll natürlich nicht passieren. So, und damit kommen wir auch zu unserem Ende. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich heute versucht habe, euch zu vermitteln. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr wie immer in den Comments einfach eure Fragen stellen und ich versuche sie bestmöglich zu beantworten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Hubschrauber und weiterhin viel Spaß mit der Mod DayZ. Bis zum nächsten Mal, euer Hybra, macht's gut.